Ahoi Freunde, schön, dass ihr wieder dabei seid. Dieses Video ist kein normales Video, es ist das lang angekündigte 1000 Abonnenten Special Video mit 6 kreativen Menschen. Einen davon seht ihr schon im Hintergrund. Was soll ich jetzt mit einer langen Danksagungsrede? Das interessiert das sowieso keinen, das wäre nicht für euch, das wäre nicht für mich. Und deswegen dachte ich mir, okay, ich befrage ein paar Leute dazu zum Thema Fotografie und es ist echt erstaunlich, was für Antworten dabei herausgekommen sind und was für peinliche Momente sie erlebt haben. Ganz ehrlich. Ich würde sagen, ich übernehme heute mal. Du hast in den letzten Videos schon verdammt viel erzählt. Okay. Ich bin der Lars, hier kommt das Intro. Viel Spaß dabei. Und schon geht's los. David hat heute wunderbare Gäste eingeladen, die durch die Bank weg super Fotografen sind. Und ich würde sagen, stellt euch mal vor, damit wir wissen, mit wem wir es zu tun haben. Hallo, mein Name ist Christian Adams von crfotos.de. Winke, winke. Ich bin Luena von Memorial Photography. Ich bin der Milo, der Milo für die. Hi, ich bin Sina von Piri Photography. Hi. I am Iron Man. Oh, sorry, falsche Rolle, ich bin David Cray. Wir leben ja im digitalen Zeitalter. Das bedeutet, Fotos werden nicht nur einfach geschossen und sie sind fertig. Nein, sie werden hinterher am Computer bearbeitet. Da stellt sich mir persönlich die Frage, welche Programme verwendet ihr dafür und welche Funktionen am liebsten? Also ich als Hobbyfotografen, was viele jetzt vielleicht wundern wird, ich arbeite trotzdem mit Photoshop CS6 und bin damit auch ganz zufrieden. Lieblingsfunktion, ich verflüssige gern. Ich mache mich gern etwas dünner. Nein, Quatsch, mache ich nicht. Nein, Lieblingsfunktion gibt es eigentlich nicht. Ich arbeite allgemein gern mit Photoshop, weil man kann immer wieder Neues entdecken und Neues ausprobieren. Ich bearbeite meine Bilder noch ganz altmodisch mit Papier und Stift. Meine Bilder bearbeite ich mit Photoshop CS2, weil mir die Feder so gut gefällt. Und mein Lieblingswerkzeug ist dieses Patch-Tool für Gesichtsretusche und so weiter. Ich selbst nutze meistens Lightroom. Wenn es dann noch so ein, zwei Retusche-Sachen geben sollte, dann muss ich natürlich auch noch mal Photoshop öffnen, weil es da natürlich mehrere Möglichkeiten gibt. Meine Lieblingsfunktion, ganz ehrlich, ist einfach auf den Preset-Button drücken und meine vorgefertigten Presets werden auf das Bild übertragen. Dann ist das perfekte Bild in meinen Augen entstanden. Ich entwickle meine Bilder in Lightroom 5. Wenn ich an den Bildern irgendwas bearbeiten will, dann schicke ich das direkt zu Photoshop CC, um das Bild nochmal zu finalisieren, um vielleicht Köpfe auszutauschen. Ihr kennt das Ganze ja oder was weiß ich. Die geilste Funktion von Photoshop CC ist auf jeden Fall der Kamera-RAW-Filter, weil ich das auf jede Ebene anwenden kann. Und somit kann ich dann jedes Bild bearbeiten wie in Lightroom. Jetzt stellt sich mir natürlich die Frage, welche Kamera ihr verwendet und warum gerade diese. Ich fotografiere seit 3 Jahren mit der Canon 600D. Und bin auch total zufrieden mit der Kamera. Von der Haptik her und auch von dem ganzen Drumherum so das Feeling wiedergibt, dass ich eigentlich sehr, sehr geile Bilder machen kann. Klar, ich könnte mir jetzt auch eine 5D Mark III holen oder so, aber nö, momentan reicht die 600D noch aus und ich bin immer wieder erstaunt, was für Bilder ich da aus dieser Kamera rauskriege. Zurzeit fotografiere ich mit der Sony Alpha 200. Die gab es damals günstig im Kompaktkit und das lag daran, dass ein Laden pleite gemacht hat. Und aus diesem Grund haben die da sämtliche Kameras, die damals aktuell waren, und die haben die für einen günstigen Preis rausgeschmissen. Ich habe mir Anfang des Jahres die Canon EOS 60D gekauft. Ich hatte vorher die 500D gehabt und ich bin einfach bei Canon geblieben, weil das Zubehör verdammt günstig ist. Und die 60D ist es deswegen geworden, weil die ein Schwenkdisplay hat, die hat einen starken Akku und die hat ein zweites Display, um halt die wichtigsten Einstellungen zu sehen. So wie David arbeite ich auch mit der Kamera von Canon, die EOS 60D. Und warum ausgerechnet diese Kamera? Ich könnte jetzt ganz drei sagen, weil sie im Angebot war. Nein, also eigentlich deswegen, weil ich mich steigern wollte. Ich hatte vorher die 550D und dachte mir, jetzt muss was Neues her. Ich möchte gerne mal noch einen Schritt weitergehen. Und da hat mir die am meisten zugesagt und deswegen ist es jetzt die EOS 60D geworden. Ich fotografiere, wie ihr seht, mit Nikon, einer D610. Nikon, das hat keinen speziellen Grund, das ist einfach irgendwie so gekommen. Und die D610, eine Vollformatkamera, auf die bin ich vor ein paar Wochen umgestiegen, einfach weil ich eben jetzt Vollformat haben wollte. Die D610 ist es deshalb geworden, weil sie von der Bildgröße und den Funktionen für mich den besten Preis-Leistungskompromiss geboten hat. Lars, ich habe keine Speicherkarte mit! David, wir drehen gerade. Oh. Ist echt peinlich. Ist euch das auch schon mal passiert, dass es peinlich wurde in eurer Laufbahn als Fotograf? Wenn ich ehrlich bin, würde ich behaupten, es gab keinen peinlichen Moment, denn mir ist eigentlich nicht so peinlich. Wobei, klar, wenn jetzt mal die Speicherkarte voll ist und man hat keine extra Speicherkarte mit, oder aber man hat gerade eine Zweitkamera dabei und hat dafür keine passende Speicherkarte mit, beziehungsweise keinen passenden Akku,
Das könnte man eventuell als peinlich ansehen, aber eigentlich nö. Muss ich jetzt ganz ehrlich sein, den gibt's nicht. Beziehungsweise, den gibt's bei jedem Shooting. Wenn ich nicht peinlich bin, bin ich krank. Das ist leider Gottes echt so. Ihr müsst euch das dann folgendermaßen vorstellen. Ich stehe dann vor den Leuten und dann mache ich diesen hier. Vor allem dann, wenn sie nicht lachen können. Leider Gottes lachen die dann so sehr, dass ich dann manchmal nicht weiß, ob ich jetzt nur abdrücken soll oder nicht. Also peinliche Momente sind bei mir eigentlich Standard. Das gehört irgendwie mit dazu. Zum Shooting erscheinen ohne Kamera. Also eine peinliche Situation war, da hatte ich gerade mein Stativ neu gekauft und hatte eben diese Schnellwechselplatte an die Kamera angeschlossen und stand dann im Endeffekt beim Fotoshoot davor und eigentlich ist das ein Handgriff, ein Klick und die Kamera sitzt auf dem Stativ. Und ich habe das ein paar Mal probiert, bestimmt 10, 15 Mal und es ging einfach nicht. Dann habe ich mich eine Minute beruhigt und es hat Klick gemacht und ich habe keine Ahnung gehabt, warum ich das nicht hinbekommen habe die ganze Zeit davor. Peinliche Momente, ja, wo fange ich da am besten an? Ich erzähle nur eins, weil sonst wird es wirklich peinlich für mich. Ich habe letztens eine Hochzeit fotografiert und müsst euch mal vorstellen, da kommt jemand an, hat ein Baseballcap an, hat ein offenes Hawaii-Hemd an, dann Nike-Turnschuhe, eine Sporthose und so einer will professionell sein und eine Hochzeit fotografieren. Ich sah zwar locker aus, cool, keine Ahnung, aber es hat einfach nicht gepasst und ja, im Nachhinein dachte ich mir, der muss einen Schaden haben. Meine nächste Frage ist, wie seid ihr zur Fotografie gekommen? Und wie, jetzt kommt die Antwort mit einem Betriebsauto. Schuld daran, dass ich jetzt eigentlich mich so der Fotografie verschrieben habe, ist eindeutig mein Opa. Der hatte eine ziemliche Sammelleidenschaft für jegliche Art von Kameras. Auch wenn die nicht funktioniert haben, Hauptsache er hatte sie erstmal. Und als das so ziemlich abgeklommen ist, hat mein Vati dann weitergemacht, indem er sich eine Kamera gekauft hat, um die schönen Momente des Urlaubs festzuhalten. Bis kleine Luena irgendwann dachte, ich muss die unbedingt in die Finger kriegen und jetzt selber loslegen. Ja, und ihr seht ja, wo ich jetzt gelandet bin. Also danke an Opa und danke an Papa. Hier bin ich jetzt. Zur Fotografie bin ich etwas über den Umweg gekommen. Ich habe schon früher sehr viel mit Photoshop gearbeitet im Bereich Webdesign, habe mir da einiges selbst beigebracht, wollte dann aber dieses Wissen auch anderweitig nutzen und habe mir dann überlegt, mache ich doch einfach die Bilder selbst, die ich dann in Photoshop bearbeite und schwupps war ich bei der Fotografie gelandet. Mittlerweile ist es mein größtes Hobby, meine ganze Freizeit dreht sich eigentlich rund um die Fotografie. Es gibt wirklich nur eine schuldige Person, die dafür verantwortlich ist, dass ich jetzt hier stehe, dass ich Fotos mache und dass das Ganze meine Welt ist. Es ist meine Schwester. Das war mir bis vor kurzem noch gar nicht so bewusst gewesen, aber ich habe sie damals sehr oft fotografiert und wenn dann kleine Schwestern fotografiert werden wollen, dann sagen die großen Bruderherzen natürlich nicht nein. Und ja, das hat sich irgendwie alles so gesteigert und irgendwie bin ich dann jetzt hier gelandet und ja, Fotografie ist meine Welt und meine Schwester ist daran schuld. Mein Vati, der hatte eine alte Kodak-Spiegelreflexkamera, die ich wirklich immer beim Wickel hatte. Und ja, das ging meinen Eltern irgendwann auf den Senkel. Und zu meinem 16. Geburtstag war sie dann endlich da. Meine eigene Kamera. Ich war, glaube ich, so groß. Und wir hatten zu Hause eine Polaroid-Kamera, die natürlich die Bilder sofort aus der Kamera rausgeschossen hat. Da habe ich, glaube ich, die ersten Erfahrungen gemacht und dann gab es irgendwann eine Kodak-Kamera, wo man das so schön drehen musste mit einlegbaren Filmen und so. Dann hat sich meine Schwester irgendwann mal eine Spiegelreflex gekauft, die natürlich noch analog gewesen ist und auch da durfte ich dann des Öfteren mal mit fotografieren. Und 2011 habe ich mir so gedacht, so jetzt wird es wirklich Zeit, sich eine richtig geile Kamera zu kaufen und dann gab es die 600D. Ja, also seitdem bin ich wirklich stetig unterwegs, egal auf Events, auf Porträtshootings oder, immer unterwegs und mache Fotos. Antworten laufen noch. Was trinken? Nach dem Trinken wird er ewig suchen. Dann stelle ich einfach mal die Frage, welches Kamerazubehör verwendet ihr und welches Must-Have würdet ihr den Einsteigern empfehlen? Was habe ich denn da am Anfang des Videos gesagt? Ich moderiere heute. Zum Fotografieren benutze ich, wie gesagt, die D610 von Nikon. Benutze als Objektive einen 70-200 2.8 von Tamron, was mir wirklich mittlerweile sehr ins Herz gewachsen ist. Daneben benutze ich aber auch, und das kann ich jedem Einsteiger empfehlen, eine 50 mm Festbrennweite mit einer Offenblende von 1.8. Und ich habe auch noch einen 28-75 mm 2.8 von Tamron. Das benutze ich aber hauptsächlich zum Filmen. Ich zum Beispiel nutze auf jeden Fall auf jedem Event meinen Speedlight. Mein externer Blitz, der ist von Jungno, ist ein Speedlight 467 und der hilft mir immer wieder aus der Patsche, sage ich mal, bei großen Events bzw. bei
Club-Events und so weiter und so fort richtig starke Bilder zu machen. Empfehlungswert auf jeden Fall für den Einsteiger. Diese kleine Fernbedienung bei Langzeitbelichtung als Beispiel kann man mit dieser Fernbedienung sofort loslegen und muss nicht den Selbstauslöser, der integriert ist, mit 2 Sekunden oder 10 Sekunden nutzen. Selbst heute nutze ich sie auf jeden Fall noch und deshalb kann ich sie einfach nur empfehlen. Also mein Kamera-Equipment ist quasi so klein, dass alles in einen Rucksack reinpasst, denn es besteht nur aus meiner Kamera und 3 Objektiven. Da habe ich einmal das 18 bis 200 mm von Tamron. Auch von Tamron habe ich das 70 bis 300, beide eine Blende von 3,5 bis 6,5. Und zu guter Letzt dann noch das Canon, die Festbrennweite 50 mm mit einer Blende von 1,8. Und für einen Notfall, wenn das Licht wirklich nicht hinhaut, wie ich es mir vorstelle, habe ich immer einen Reflektor einstecken, zwar einen relativ kleinen, aber er reicht. Und mein Must-Have, was ich euch unbedingt empfehlen muss, ist eindeutig das 50 mm Festbrennweitenobjektiv von Canon, weil das einfach so einen wahnsinnigen Bokeh-Effekt zaubert und dazu auch noch wirklich für jeden Hobbyfotografen bezahlbar ist, weil es wirklich relativ günstig ist. Also ich kann es euch nur empfehlen. Zu meiner Sony-Kamera habe ich ein Standardobjektiv mit 18 bis 55 mm. Und für die Einsteiger würde ich auf jeden Fall empfehlen ein Teleobjektiv. Das habe ich mir auch noch dazu gekauft. Das hat die Brennweite 75 bis 300 mm. Ist eigentlich richtig toll, weil man verschiedene Gegenstände richtig nah ranbekommt. Ich hoffe, ich vergesse jetzt nichts. Also es ist einiges. Ich habe das Plastic Fantastic, also das 50 mm Festbrennweitenobjektiv von Canon. Dann habe ich das 18 bis 135 mm Objektiv von Canon. Ein Blitz von Canon. Das ist der Speedlight 430, wenn ich mich jetzt nicht irre. Mit so einem Stoffübersatz, dass die Schlagschatten nicht ganz so hart sind. Ich habe einen Pull-Filter, einen UV-Filter und 2 Stative von Kullmann. Und zur Empfehlung auf jeden Fall, kauft euch ein Stativ, gerade bei Nachtaufnahmen oder wenn ihr mal was ausprobieren wollt, Panoramas oder HDRs, ist ein Stativ unerlässlich. Woran merkst du, dass du ein waschechter Fotograf bist und kein Metzger? Ich bin kein Metzger, weil meine Fotos nicht aussehen wie ein Stückchen Fleisch. Ich bin ein waschechter Fotograf, weil meine Fotos einfach aussehen, wie meine Fotos aussehen. Und zwar wunderschön, ästhetisch, einfach so schön, dass die anderen wirklich gefallen und ich dadurch der Meinung bin, ja, ich bin ein waschechter Fotograf. Manchmal ist es echt nervig, aber das ist irgendwie so ein kleiner Tick von mir. Ich schaue mir Flyer an, irgendwelche Bilder schaue ich mir an und dann versuche ich das Ganze mal irgendwie zu beurteilen. Ist die Position richtig? Das hätte ich vielleicht so fotografiert, der Schatten ist ungünstig. Vielleicht kennt ihr das ja auch. Oder wenn ich dann vor irgendwas stehe, vor irgendeinem Motiv, dann mache ich immer so und so und gucke halt, wie das Bild am besten aussehen würde, obwohl ich keine Kamera dabei habe. Irgendwie komisch. Aber daran erkenne ich, dass ich ein waschechter Fotograf bin. Also ich persönlich merke das daran, dass mich eigentlich andere Leute daran erinnern, dass ich bitte die Kamera zur Seite legen soll und einmal die Welt, die Ereignisse und die Situation natürlich gerade eben nicht durch die Kamera sehen soll, sondern einfach mal mit meinem eigenen Auge. Ja, man merkt, dass man Fotograf ist, wenn man auf einem Blog am Schreiben ist und dann versucht, ins Dokument reinzuzoomen. Ich denke mal, das kann ich euch ganz einfach beantworten. Ihr müsst euch das so vorstellen, wenn ich irgendwo in den Urlaub fahre, dann bestaunen alle anderen vielleicht das günstige Essen oder wow, das tolle Hotel. Ich bin dagegen jemand, ich sehe in allem nur die beste Location. Oh, hier könnte man das so und so machen. Und da, mein ganzes Leben besteht also quasi aus Gucken für die schönsten Orte. Und dann ärgere ich mich, wenn ich kein Mittel habe zum Fotografieren. Es gibt da so viele schöne Orte zu fotografieren. Wo würdet ihr am liebsten fotografieren und warum? Also ich würde ganz gerne in Australien fotografieren oder im Yellowstone National Park, weil es einfach so viel, so viele Naturereignisse dort gibt, die hier in unserer Region, also in Deutschland, nicht auftauchen. Und ich finde das einfach richtig, richtig toll. Ich würde auf jeden Fall gerne mal nach Amerika rüber und da eine große Wow-Tour machen. Und ich würde gerne wieder zurück nach Australien, weil wenn ich daran denke, was da für geile Locations oder aber auch Menschen rumlaufen. Also Australien ist einfach Australien. Und da Fotos zu machen, ist schon der Knaller. Ich habe mir das eigentlich mal so vorgestellt, ich habe keinen bestimmten Ort, wo ich gerne mal fotografieren würde, sondern ich würde gerne Fotoreisen machen. Einfach die ganzen Großstädte der Welt und dort das Leben Highlife fotografieren, einfach um dieses Großstadtfeeling einfangen zu können und die Leute einfach mal so zu fotografieren, wie sie wirklich sind. Völlig ungestellt, einfach so in den Moment rein. Ich würde mal gerne auf dem Mond fotografieren, weil ich denke, dass die Erde mit Sicherheit ganz cool aussieht.
Für mich gibt es eigentlich keinen bestimmten Ort, wo ich sein möchte, um Fotos zu machen. Es liegt einfach daran, weil jeder Ort hat irgendwas Besonderes an sich und ich könnte mich da gar nicht entscheiden. Ich würde viel lieber auf dem Schiff arbeiten als Fotograf zum Beispiel, um einfach rumzukommen. Ich habe eine gute Freundin, die arbeitet auf dem Schiff und die lernt richtig viele Leute kennen und hat schon so vieles gesehen von der Welt. Und deswegen würde ich sagen, ich möchte lieber auf dem Schiff sein und mal schauen, wo ich hinkomme. Meine Lieblingsfrage. Es gibt ja so viele Klischees über euch Fotografen, aber welches Klischee nervt euch am meisten? David, zeig mir mal bitte deine Yacht. Was ich oft schade finde, ist, dass die meisten Leute meinen, man kommt zum Shooting, macht seine Bilder und danach kommen die Bilder genauso aus der Kamera und ich habe keine Arbeit mehr. In Wahrheit sieht es ja, wie wir alle wissen, ganz anders aus. Es ist noch sehr viel Arbeit, die danach auf einen zukommt, aber auch sehr viel Arbeit, die in der Vorplanung eben investiert werden muss. Also ich glaube, das häufigste Klischee, was angebracht wird, ist, dass Fotografen mit, milde gesagt, wenig Arbeit sehr viel Geld verdienen. Wobei man wirklich daran denken muss, dass die sich selbst versichern müssen, also im Endeffekt auch die Altersvorsorge selber finanzieren müssen. Und von daher denke ich, aufgrund auch des Equipments ist das echt nicht gerechtfertigt und ist wirklich ein richtig krasses Klischee. Klischees, sehr gut. Da gibt es natürlich viele, viele, viele. Man könnte sich grundsätzlich über alle aufregen, aber der Punkt ist doch immer wiederum, warum eigentlich? Wofür sollte ich mich darüber aufregen? Weil jeder kann doch denken, was er will. Und wenn er meint, ein Fotograf hat den ganzen Tag Spaß und fotografiert den ganzen Tag nur, um halt irgendwie das große Geld zu machen, ja, dann mag das so sein. Schlussendlich gibt es ganz, ganz wenigen Fotografen, die das machen können, was sie auch wirklich wollen. Also, Klischees, scheiß ich drauf. Muss ich sagen, eins ist wirklich da, was mich ganz besonders stört. Ihr kennt diesen Satz. Oh, du bist Fotografin, wie ist denn das so, den ganzen Tag auf den Auslöser zu drücken? Finde ich ganz schrecklich. Wer von euch denkt, dass Fotos machen nur mit dem Auslöserdrücken verbunden ist, der sollte bitte schleunigst die Kamera wieder aus der Hand legen. Was mir verdammt nochmal auf den Sack geht, dass alle denken, dass jeder Fotograf irgendwie ein kunterbuntes, chaotisches Leben führt und dass sie alle einen Schuss weg haben. Ja, klar stimmt das. Nicht bei allen, aber bei mir. Könnt ihr mir bitte verraten, wie ihr eure Fotos so toll hinbekommt? Habt ihr einen tollen Tipp dafür? Das ist, glaube ich, ganz einfach und ziemlich simpel. Available Light. Also ich nutze es ziemlich oft und bin auch immer sehr zufrieden mit den Ergebnissen. Deshalb eine Empfehlung bzw. ein sehr, sehr guter Tipp. Nutzt das Available Light. Also mein Tipp für euch ist, vor dem Auslösen immer den Fokuspunkt im Sucher manuell suchen. Denn sonst kann es passieren, dass eure Person, die ihr eigentlich scharf stellen wollt, durch einen störenden Ast im Vordergrund sich unscharf seid. Also denkt dran, vorher am Sucher immer den Fokuspunkt manuell wählen. Allen Einsteigern empfehle ich auf jeden Fall, bevor ihr euch eine Kamera zulegt, legt euch zunächst mal eine Facebook-Fanseite. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt der Tipp überhaupt ist für Einsteiger, vielleicht eher was für Fortgeschrittene, denn es geht um die Bearbeitung. Wenn ihr anfangt, Bilder zu bearbeiten, nehmt nicht unbedingt Photoshop, denn ihr könnt wirklich einiges am Bild kaputt machen. Nehmt lieber die RAW-Entwicklung, benutzt Lightroom, um halt eure Bilder zu bearbeiten oder halt den Kamera-RAW-Filter. Denn früher hat man auch die Bilder entwickelt und warum sollte man das jetzt nicht auch machen? Und gerade wenn ihr das dann richtig raus habt, dann können richtig geile Bilder entstehen. Einsteigern würde ich auf jeden Fall empfehlen, Learning by Doing. Das bedeutet, sucht euch Tutorials, macht diese nach und das ist eigentlich die beste Variante, um wirklich in der Fotografie voranzukommen. Vielleicht auch Fotozeitschriften, wenn die euch zu teuer sind, sucht euch wirklich geeignete Internetseiten raus. Und der zweite Tipp, den ich habe, Licht ist wirklich alles in der Fotografie. Das bedeutet, vor dem Foto, bevor ihr fotografiert, nicht einfach los fotografieren, sondern macht euch wirklich Gedanken über euren Bildaufbau. Ihr macht ja alle solche tollen Fotos. Ich möchte wissen, welches ist in diesem Jahr das Beste? Von euch. Jetzt kommt da wieder mit was anderem! Mein bestes Foto in diesem Jahr ist auf jeden Fall das Bild hier, zusammen mit der Linda Glauber als Model und der Eva Schneider als Make-up-Artist haben wir hier bei mir im Studio eine Strecke für ein Make-up-Magazin fotografiert und als Abschlussbild ist dann eben genau dieses Foto hier rausgekommen. Vor ein paar Wochen habe ich mich an Splash-Fotos versucht, dabei ist ein richtig cooles Bild rumgekommen. Es ist gar nicht so einfach, der Bildaufbau hat sehr viel Spaß gemacht. Also ich habe gearbeitet mit einem externen Blitz, einer Plexiglasscheibe und davor habe ich das Glas aufgebaut, beziehungsweise die Utensilien, die ich benutzt habe. Also alles Mögliche von Milch bis Wasser bis Tinte war alles dabei. Och Menno, nur ein Bild? Ja gut, dann entscheide ich mich jetzt einfach mal für ein Bild und zwar dieses hier. Das ist so genial und so richtig gut in Szene gesetzt, meines Erachtens. Ich feiere das Bild heute noch und auch mein Bester, für den dieses Bild entstanden ist, der DJ ist.
Und der gleichzeitig natürlich, wie gesagt, mein Bester ist. Er war irgendwann mal hier in Berlin bei mir zu Hause und dann haben wir uns gedacht, so, er braucht mal ein paar DJ-Bilder bzw. richtig geile Bilder, die er halt als Promo-Bilder verwenden kann. Und dann trotz alledem, ja, dieses Foto ist schon super nice. Super nice. Oder aber auch, wie würde jetzt die Edeka-Werbung? Super geil. Super geil. Ich hatte vor kurzem ein Shooting mit einer Person, die es nicht immer leicht hatte und das trotz ihrer jungen Jahre. Und als wir dann über die Bilder drüber geguckt haben, muss ich feststellen, dass ein Bild dabei ist, was mich wirklich wahnsinnig umgehauen hat. Und so ging es auch ihr. Die war so überzeugt davon. Im ersten Moment hat sie mich wirklich gefragt, ob sie das ist, weil sie es gar nicht glauben konnte. Und genau aus diesem Grund ist das mein Top-Bild des Jahres. Wenn es nach den Instagram-Usern geht, dann ist dieses Bild mit über 330 Likes das Top-Bild des Jahres. Aber ich habe ein ganz anderes Bild auserkoren, und zwar dieses hier. Auf diesem Bild sieht man ein Brautpaar, welches vor einem Zug wegrennt. Und in diesem Bild habe ich so viel Herzblut reingesteckt, weil ich die zwei Personen auch noch kannte. Das sind sehr gute Freunde von mir. Ich konnte bei dieser Hochzeit so viele Regeln brechen und es hat einfach nur mega Spaß gemacht. Und deswegen ist dieses Bild mein Top-Bild des Jahres. Das war jetzt das 1000 Abonnenten-Special, was so lange angekündigt war. Und ich bin jetzt so froh, dass das jetzt die letzte Szene ist, denn es hat wirklich sehr, sehr lange gedauert. Ich habe einen Monat ungefähr habe ich jetzt gebraucht, um das Video jetzt so fertig zu machen, wie es jetzt gerade ist. Und ich bin echt wahnsinnig froh, dass das jetzt die letzte Szene ist. Und ich bin gespannt, wer in den nächsten Videos alles mitmachen wird. Und jetzt mache ich erstmal einen fetten Haken dahinter. Und ja, unterstützt mich damit, indem ihr das Video einen Daumen nach oben gebt, abonniert diesen Kanal, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Und ja, links und rechts oder unten und oben, was weiß ich, ich bin jetzt einfach nur noch durch, werde ich ein paar Videos verlinken und wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut, bis bald. Ciao. Halt, stopp. Was habt ihr vor? Ihr wollt doch nicht etwa abschalten. Ich wollte mich nochmal für über 1000 Abonnenten bedanken. Ihr seid echt die Besten. Ich werde jetzt noch eine kleine Runde fliegen und wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut, bis bald. Ciao.